großen Wiener Derby Austria gegen Rapid. Ja, weder die Austria-Fans noch die Rapid-Fans sind so richtig auf ihre Rechnung gekommen. Schon eher die Wagnerianer. Auf der einen Seite hat der René, auf der anderen der Michael zugeschlagen. Die beiden Tore, die beiden Wagner-Tore zum Endstand von 1:1 und alle dazugehörigen Stimmen, die gibt es jetzt zusammengefasst im Thema der Runde. Nach einer Viertelstunde ohne große Höhepunkte nützt Rapid die Unsicherheiten der gegnerischen Hintermannschaft. Weiter Pass von Oliver Freund auf René Wagner. Der tanzt DOS-Blau aus und erzielt Saisontreffer Nummer 8. Wenn wir Spiel machen, wenn Gegner sich zurückzieht, und dann, wenn wir Ball verlieren, dann hat Gegner sehr großes Platz fürs Spiel. Und dann auch braucht man nicht so starke technische Fähigkeiten. Und wenn man schnelle Angreifer hat und geschickt wie Wagner ist zum Beispiel, dann hatten wir Probleme beim Deckung. Und da haben wir auch unser Tor bekommen, weil wir haben sehr große Deckungsfehler gemacht. War der Gegentreffer ein individueller Fehler des Manndeckers von DOS-Blau? Ja, kann man so sagen. Danach kommen die Zuschauer auf ihre Rechnung. Sie sehen ein flottes, abwechslungsreiches Spiel mit Chancen auf der einen wie auch auf der anderen Seite. René Wagners Bemühungen um einen Doppelpack werden im letzten Augenblick vereitelt. Auf der anderen Seite beweisen Michael Wagner, Rachimov und Co. Kreativität. Allerdings noch ohne zählbaren Erfolg. Im ersten Halbzeit sehr guten Fußball gespielt, leider wieder unglücklich, 1:0 hinten gewesen. Aber wir haben wieder sehr gut gekämpft und heute hat man Austria gesehen, die was nicht nur spielerisch gut ist, sondern auch kämpferisch sehr gut ist. Gekämpft haben die Austrianer auch untereinander, wie dieser Zusammenstoß von Leitner mit Michael Wagner beweist. Aus Blond wird Rotblond mit einem gehörigen Schuss Violett. Ja, ich habe gesagt, mein Blut ist violett und man sieht eigentlich, dass alles violett wird. Also ist, glaube ich, man sieht wirklich, dass ich durch und durch ein Violetter bin. In dieser Phase drückt allerdings Rapid der Partie den Stempel auf. Schöne Aktionen wie hier nach Doppelpass zwischen Benxer und Wettel prägen eine starke Phase der Hütteldorfer. Und Austria-Tormann Knaller kann einmal nur mit Köpfchen einen Gegentreffer verhindern. Es ist so, dass wir sicher in der Phase, wo wir das Tor gekriegt haben, die, glaube ich, bessere Mannschaft waren und wir eigentlich dem 2:0 viel näher waren als die Austria dem 1:1. Aber durch sehr schlechtes Defensivverhalten ist der Austria das Tor gelungen. Denn Radajcik beschäftigt sich zu sehr mit Meyerleb und nicht mit Michael Wagner. Ein Energieanfall des Ex-Rapidlers sorgt für den Ausgleich. Je länger das Spiel dauert hat, umso mehr hat man eigentlich bemerkt bei unseren Spielern, dass eigentlich die Derby-Niederlage doch noch im Kopf und man dumm schwirren und man hat sich ein bisschen mit Angst bekommen, wollte eigentlich das Derby nicht verlieren und wenn man das im Kopf hat, dann kommt man unter Druck. Erhöhter Druck auf beide Teams als mögliche Erklärung für eine zweite Spielhälfte, in der Szenen wie diese Mangelware sind. Taktische Geplänkel und Zweikämpfe auf und neben dem Spielfeld bestimmen das Geschehen. Ich bin an und für sich sehr enttäuscht, denn wir haben einfach viel zu wenig gemacht. Wenn man Meister werden will, muss man ganz anders auftreten. Speziell wahnsinnige Konzentrationsfehler, so ein Tor knapp vor der Pause, das darf einer Mannschaft an und für sich nicht passieren, die immer behauptet, dass sie recht clever Fußball spielt. Geht diese Kritik an die gesamte Mannschaft, geht diese Kritik jetzt speziell beim Tor an die Hintermannschaft, an wen geht diese Kritik? Die Kritik geht an uns alle. Es war gegen Lustenau schon so, dass wir geführt haben und dann ist der Schlendrin eingerissen. Rapid ist aber nur stark, wenn wir von der ersten bis zur 90. Minute konzentriert zu Werke gehen und das waren wir heute nicht. Ja, und Interessantes gab es nachher auch noch rund um zwei Zuschauer dieses Wiener Derbys. Der eine ist Innenminister Schlögl und der andere der mögliche Bundesliga-Präsident Frank Stronach. Der erste hat nämlich nach dem Spiel gemeint, dass möglicherweise die Wahl des zweiten zum Bundesliga-Präsidenten jetzt doch gesetzeskonform war. Es gibt hier verschiedene Ansätze, verschiedene Gutachten und das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen.
Etwas verwirrend also alles um die Wahl des Bundesliga-Präsidenten. Viel klarer doch da die Ausgangssituation, die sportliche in der Max-Bundesliga. Rapid hat heute auf jeden Fall 2 Punkte verloren. Und das bedeutet für den zweiten großen Titelaspiranten Sturm die Möglichkeit, heute wieder ein wenig Boden gut zu machen. Punkteteilung in Ried zwischen dem SV Ried und Salzburg. Lustenau überrascht gegen den GAK. Sturm dominiert gegen Steyr, LASK gegen Tirol eben gesehen 0:1 und Punkteteilung auch im großen Wiener Derby. Damit zur Tabelle nach 23 Runden. Kein Platztausch, keine Veränderung, was die Positionen betrifft, sehr wohl jedoch, was die Punkte betrifft. Sturm jetzt wieder 2 Punkte vor Rapid und schon 9 vom GAK. Und beachtlich auch der Rückstand, 13 Punkte bereits liegt Steyr hinter Lustenau. Relativ aussichtslos die Situation für die Oberösterreicher. Wie schaut es in der Torschützenliste aus? Da hat Edi Glieder, der Führende, einmal getroffen, hält jetzt bei 15 Treffern. Mario Haas, letztendlich dank des Torhüters von Vorwärts Steyr, jetzt bei 13. Und Christian Meyer-Leb auf Platz 3 mit 12 Toren. Eingebüßt wurden und für den Austrianer Michael Wagner, weil dieser durch einen Mitspieler ein tiefes Cut erlitten hat. Jürgen Leitner gegen Michael Wagner. Ein unerwartetes Derby-Duell mit Folgen. Ein Pfeilchen und ein tiefes Cut, das noch in der Pause genäht wird. Wenig geschlafen, also ich muss sagen, ich habe zwar sehr viel Kopfweh bekommen, habe zwar Pulver bekommen vom Doktor, aber die haben nicht viel geholfen und dementsprechend habe ich wenig geschlafen und aus dem Grund habe ich heute freigekriegt, dass ich vielleicht untertags noch mal das Auge zumachen kann, das andere. Eingeschränktes Sichtfeld muss aber nicht eingeschränkte Leistungsfähigkeit bedeuten. Den Ausgleich zum 1:1 erzielt Wagner trotz Verletzung im Stile eines Vollblutstürmers. Nach dem Geschmack der Fans ist nur die erste Spielhälfte des Wiener Derbys. Zuerst jubelt Rapid, denn nach Pass von Oliver Freund erzielt René Wagner in der 16. Minute das 1:0. Eine halbe Stunde später gibt es Anlass zur Freude im violetten Lager. Michael Wagner ist der lachende Dritte beim Duell Radajcik gegen Meyer-Leb. Lässt Schöttl stehen und gleicht aus. Durch sehr schlechtes Defensivverhalten ist der Austria das Tor gelungen und die Mannschaft hat zweite Halbzeit sehr lang gebraucht, bis sie sich von dem Schock wieder erholt hat. Die letzten 20 Minuten waren wieder so, wie man das vorstellt, aber wir haben dann zweite Halbzeit vor allem die ersten 25 Minuten sehr nervös gewirkt und haben das, was wir uns vorgenommen haben, vor allem in der Offensive überhaupt nicht umsetzen können. Wenn man nur Resultat sieht, dann werde ich so lange nicht zufrieden, dass wir Rapid nicht schlagen. Die Schrecksekunde des Spiels, ein Zusammenstoß der Austrianer, Michael Wagner und Jürgen Leitner. Es war so, dass ich das Freund den Haken an mir vorbeigemacht hat. Eigentlich wollte ich ihn, muss sozusagen, faulen, ich wollte ihn zurückhalten. Er hat mich irgendwie mitgenommen und ich bin gegen einen Michi gestoßen, den Kopf gegen seinen Kopf. Es war schon gewollt so, dass wir aggressiv in die Zweikämpfe gehen. Der Jürgen hat das vielleicht ein bisschen falsch verstanden, dass er hätte eigentlich mehr am Gegner hingehen sollen, aber es kann. Es spielt der